Für wen ist eine Oberlidstraffung geeignet? Es gibt drei Patientengruppen. Die erste Patientengruppe beklagt eine Gesichtsfeldeinschränkung. Das sind die wenigsten Patienten, aber die sind natürlich massiv beeinträchtigt. Ein Teil des Gesichtsfeldes, der obere, äußere Teil, ist nicht mehr gut einsehbar durch die herabhängende Haut. Hier muss man in jedem Fall eine Oberlidstraffung durchführen. Das bezahlt auch meistens die Krankenkasse. Eine zweite Patientengruppe spürt eine gewisse Schwere auf den Oberlidern. Auch das ist sehr unangenehm. Am Abend spürt man, dass die Haut schwer auf den Oberlidern lastet. Auch hier kann man mit einer Oberlidstraffung sehr gut Abhilfe schaffen. Und die dritte Patientengruppe, die ist ästhetisch gestört. Patienten schauen in den Spiegel und sehen, dass sie müde aussehen, traurig aussehen, obwohl sie weder müde noch traurig sind. Das liegt daran, dass das Auge hat eigentlich einen gewissen Tilt, 5 Grad sollte der Vektor nach innen zeigen. Das macht diese attraktiven Jaguar-Augen. Jetzt, wenn die Haut erschlafft und nach unten tritt, dann ist dieser jugendliche Vektor des Auges verändert und nimmt diese Form an und das macht einen müden und traurigen Eindruck. Mit einer Oberlidstraffung kann man diese Probleme sehr gut beheben.